Zurück im Ferienparadies Dubai. Erneut müssen wir uns hier über eine kleine Schlucht schwingen. Machen wir das einfach mal. Oh, ein kleiner Hänger. Kommen unsere Kameraden hinterher. Ja, und da landet der Dritte. Und haut seinen anderen Kameraden weg. Kommt durch das Gebäude. Oh je. Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Ah, wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reist du ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich habe nie mit ihm geredet. Aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach, wir müssen weiter runter. Liegt hier oben was Interessantes? Ja, anscheinend. Hey! Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Lass ihn los, Nabil. Hast recht. Finger weg von der Ware. Oh ja, okay, das ist ein bisschen lang. Auch wenn die Information anscheinend relativ interessant ist. Wir wollen weiter Action. Lies Lair. Das Gebäude steht auch nicht mehr so wirklich gerade, deswegen ist es wahrscheinlich relativ anstrengend, sich hier durchzukämpfen. Oh, okay. Dem armen Kumpel geht es anscheinend auch nicht mehr allzu gut. Und da oder hoch. Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht's wohl raus. Okay, die können wir auftreten, dann gehen wir aber schnell nochmal hier rechts um die Ecke. Ob hier nicht irgendwas Interessantes rumliegt. Scheint aber nicht so. Nicht gut. Kann ich irgendwas dagegen tun? Nein. Ach du meine Güte. Autsch. Scheiße. Ja, so kommt man auch ohne Fahrstuhl nach unten. Das tat bestimmt weh. Au. Da hätte sie fast auch noch die Rübe weggehauen. Hört ihr mich? Toll. Kein Signal. Okay, wir haben eine Desert Eagle. Wird ja immer besser. Okay, ich brauch schnell ein Gewehr. Ich gehe lieber nochmal in Deckung. Ach Mist, sie haben mich ja schon gesehen. Das war der eine. Der zweite. Und der dritte. Da haben wir noch zwei Kugeln. Ja, die brauchten wir für den. Schnell hier an die Waffe von dem einen dran. Allen Seiten werden wir schon wieder beschossen. Haben wir wenigstens noch Granaten? Nein, es scheint nicht so. Ja, aber ein Typ mit dicken Klöten. Ja. Da wäre es fast schon wieder vorbei gewesen. Jetzt ist die Knarre leer, sehr ungut. Steck dir, verdammt!
Gott sei Dank, da kommen unsere Freunde uns endlich zur Hilfe. Feinde im Anmarsch! Und wir haben noch genau eine einzige Patrone. Aber jetzt passt's ja, jetzt können wir hier wenigstens erstmal alles aufsammeln. Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuß gehen. Falscher Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Du wolltest mich also erschießen? Das hast du davon. Ich weiß, ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Dann mal los. Und wir werden schon wieder angegriffen. Tango erledigt! Ich steck fest! Tja, ich schieß wohl ein bisschen besser als du, mein Freund. Aber hier ist anscheinend noch einer. Aufpassen. Ja. Da hat die KI gerade nicht allzu toll reagiert. Was haben wir denn jetzt? Ah, nein, nicht ins Feuer reinstellen. Eine Haftgranate. Wollen wir sie gleich mal ausprobieren. Erledigt sie, bevor die Alarm schlagen! Ach du meine Güte, die Granate bleibt an den Gegner hängen. Irgendwo logisch heißt ja auch Haftgranate, aber okay. Feind über uns! Scheiße, ein Hinterhalt! Scheiße, sie brechen durch! Haftgranate! Runter, sofort! Das hat schon mal super geklappt, der Wurf. Bin unterwegs! Schrotflinte auf dem Feld! Wer ist hin? Also unsere Freunde sind schon ein bisschen verzweifelt scheinbar. Wenn sie sich schon gegenseitig so anbrüllen. Wo wollen die hin? Okay, muss nachladen. Heute ist Feierabend. Sackgasse. Adams, mach die Tür auf. Alles klar. Scheiße! Was ist denn? Etliche Gegner von hinten. Wir sitzen in der Falle. Walker, da ist ein MG. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Kein Problem. Ich gehe hier ziemlich rabiat vor. Okay. Los, los! Ich kann dir helfen, Boss. Nimm mir ein Ziel. Walker, wir sind tot, wenn du nicht ans MG. Ach so. Oh. Oh Mann, oh Mann. Achtung auf den Fahrtcontainer! Vorsicht! Tango will vorrücken! Lass sie nicht zu nah ran! Ich weiß nicht, ob ich das richtig höre, aber ich höre wie... Gas? Ach nee, das war unsere Waffe, die einfach nur überhitzt. Wo sind noch RPGs? Oh Mann, jetzt haben wir Glück gehabt, der Sniper hat uns zum Glück nicht erwischt. Gehst auf, los jetzt! Wir können los, Walker, komm! Alles klar, gut gemacht. Na, sind wir hier etwa in einem DayZ-Massengrab angekommen? Gleiche Soundeffekte fliegen. Oh ja, hier unten sieht's aber gar nicht gut aus. So viele Leichen. Lieutenant Daniels, sind Sie noch bei uns? Lieutenant Daniels, bewusstlos. Gebt Bescheid, wenn er wieder zu sich kommt. Dann geht's weiter. Wir müssen unbedingt zu dem Typ, der die Radiosendung hier moderiert.
Die haben ihre eigenen Leute gekillt? Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Vorsicht, die werden warten. Da kommen wir gleich bestimmt schon die nächste Gruppe runtergelaufen. Ich seh's. Was haben die denn für Methoden? Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Keinen blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Ja. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich, ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Ich komm vorbei. Was zur Hölle? Da oben! Das ist gut! Verschwindet! Los, los! Rett weg! Haben wir etwa doch jemanden, der uns hilft? Hilf mir mal. Das doch selber machen. Schlecht ausgebildete Kameraden. Werfen wir gleich noch eine Granate darüber. Die Munition sieht gerade wieder nicht allzu rosig aus. Wieder 8 Schuss für unsere Desert Eagle. Auf jeden Fall gerade meine Lieblingswaffe. Mordsbums hinter. Links von euch ist ein Gang. Nehmt ihn. Er führt zu einem Museum. Okay, geht klar. Trifft den wirklich? Hey, wenn ihr was Besseres habt, du raus damit. Los, kommt mit. Ihr seht's, was das Teil eine Wucht hat. Ist echt klasse. Schweres MG. Ist ja nicht so, als hätten wir da Mittel gegen. Zack, zwischen die Augen. Nicht gut. So. Müssen wir wohl doch auf eine andere Waffe zurückgreifen. Ja, wir haben also einen neuen Kameraden gefunden, sind am Ende unseres nächsten Parts. Und hier in diesem netten Dinosaurier-Museum machen wir vorerst einen kleinen Cut. Und ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Video wieder zu, ob wir nicht vielleicht ein paar Informationen von unserem neu erworbenen Kameraden bekommen. Bis dann!